hier ist Season 5 ist da. DMZ Extraction Looter Shooter Modus hat die Season 5 erreicht und es ist leider der kleinste Patch bisher für DMZ. Wobei wir sagen müssen, wir haben ja auch bisher riesen Patches bekommen. Wir haben im letzten Video den Blogpost zusammengefasst. Jetzt sind die Patch Notes fällig und in den Patch Notes steht nicht viel mehr drin als im Blogpost, was ziemlich krass ist. Sowas hatten wir noch nicht. Aber sie haben tatsächlich nicht alles erzählt, wie immer natürlich im Blogpost. Das bedeutet jetzt, wo das Spiel draußen ist, wo die neue Season da ist, entdecken wir sehr, sehr viele Sachen, die wir vorher nicht wussten. Und ich bin sehr gespannt, was wir in den nächsten Tagen noch alles herausfinden werden. Fangen wir mit dem Battle Pass. Und zwar, was wir wussten, ist, dass Arthur den Hund mitbringt. Und zwar wird damit jetzt die neue Pet-Reihe eingeführt. Hund ist das erste Tier. Mal gucken, was noch alles kommen wird. Auf jeden Fall, was wir nicht wussten, ist, dass dieser Hund für jeden Operator nutzbar ist. Wir dachten zuerst, dass es nur für den Arthur sein wird. Also ganz cool hier. Dieser Hund, also der Finisher, den können wir einfach bei jedem nutzen. Was wir wussten ist, dass Gwen kommt. Gwen ist diese künstliche Intelligenz, ein Waffenbildschirm, der mit Arthur ebenfalls eingeführt wird. Was wir aber nicht wussten ist, dass Gwen jetzt auch für jede Waffe ausrüstbar ist. Das heißt, sie ist nicht fixiert auf eine bestimmte Waffe oder an einen bestimmten Operator, sondern wir können sie ganz normal wie jeden Waffenbildschirm an jede Waffe ranpacken. Und ich finde sie echt nice, muss ich sagen. Wie geil! Yeah. Lass mal sehen. Ach, halb so wild. Das wird schon wieder. Boah, wie lange die Granate braucht zum Explodieren? Minimal erhöht. Du meine Güte. Jetzt müssen sie ihr Oberstübchen reparieren, Boss. Boss, ein Boss. Was wir wussten, ist, dass zwei neue Fahrzeuge kommen. Was wir nicht wussten, ist, wie man sie rankommt. Und zwar ist es so, das Minenfahrzeug, das MRAP, dazu brauchen wir einen Schlüssel und der kostet 200.000, kann in jeder Buystation gekauft werden, sehr interessant. Was schade ist, ist, dass es eben ein sehr, sehr starkes Fahrzeug ist, das ist absolut OP. Man muss sich anpassen, Raketenwerfer hier und da mitnehmen, das Fahrzeug ist sehr, 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 sehr anfällig gegen Raketenwerfer. Und das zweite Fahrzeug, das ist eben das Motorrad. Und was wir hier nicht wussten, ist, dass wir Trick-Jumps machen können. Also verschiedene Tricks können ausgeführt werden. 9 Stück an der Zahl. Und man kann die noch kombinieren, wodurch es dann auch mal mehr Belohnungen gibt, also XP. Was wir wussten, ist, dass das Menü angepasst wird. Was wir aber nicht wussten, ist, wie das im Detail aussieht. Ich finde, das sieht ganz cool aus, muss ich sagen. Was ich sehr, sehr witzig finde, ist, dass die DMZ hier noch vor Battle Royale aufgeführt ist. Jetzt frage ich mich, liegt das jetzt an mir selber, weil ich so viel DMZ spiele? Oder ist das bei euch auch so? Würde mich sehr interessieren. Also Battle Royale sieht man auf der ersten Seite gar nichts, kommt auf der zweiten Seite und DMZ ganz groß auf der ersten Seite. Finde ich persönlich cool. Was wir wussten ist, dass das Fraktionsevent am 4. August startet, also am Freitag gegen 19 Uhr. Was wir aber nicht wussten ist, wie jetzt die Belohnungen aussehen werden. Hier sieht man sie einmal für die Taskforce 141 und einmal für die Shadow Company. Und meiner Meinung nach ganz klar, Shadow Company sieht wesentlich interessanter aus. Auch die Aufgaben sind viel, viel interessanter, viel schneller und leichter zu lösen. Also das sind ein, zwei Multiplayer-Runden und dann hat man die tatsächlich einen großen Teil abgehakt. Sehr, sehr easy, so wie es aussieht. Also Shadow Company werden wir auf jeden Fall mit anfangen, das Ganze abhaken und wahrscheinlich werden wir auch bei der Shadow Company bleiben, um den Gesamtsieg für die Fraktion zu holen. Was wir wussten ist, dass neue Missionen kommen. Was wir aber nicht wussten ist, dass diese neuen Missionen in einer neuen Fraktion sein werden. Und zwar haben wir jetzt neue Fraktion Shadow Company. Sehr, sehr cool. Damit ist jetzt noch mehr Abwechslung gegeben. Ganz geil. Und was auch interessant ist, mit der Shadow Company kommt jetzt auch nochmal eine neue Daily-Reihe. Die Dailies müssen wir freischalten und dann haben wir eine weitere Daily, die wir jeden Tag machen können. Was wir auch wussten, ist, dass die Basis neue Aufgaben bekommt, also die vorgezogene Operationsbasis, in der wir Dinge freischalten können, dass da was Neues kommt. Was wir aber nicht wussten, ist, dass dazu auch die Weeklies gehören. Jetzt ist sehr, sehr interessant. Diese Weeklies waren bei Release direkt da. Wir haben schon angefangen, so ein paar Dinge anzugehen. Weeklies heißt also, zusätzlich zu den Dailies, täglichen Aufgaben, haben wir jetzt wöchentliche Aufgaben bekommen, die natürlich ein bisschen anspruchsvoller dann sein werden und dickere Belohnungen geben werden. Aber sie waren nach ein paar Stunden wieder weg. Ich bin gespannt, ob das jetzt ein Fehler war, ob das ein Bug war, dass sie jetzt vielleicht jeden Moment wieder reinkommen könnten oder dass sie aus Versehen zu früh reingekommen sind, vielleicht erst zum Mid-Season oder vielleicht zum Event am Freitag wiederkommen werden. Also ich hoffe jedenfalls, dass die Weeklies sehr, 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 sehr schnell wieder Einzug finden in die DMZ. Was wir wussten, ist, dass die neuen 4 Items kommen, also einmal die neue Maske, die Wiederbelebungskiste, die Disguise-Maske
und das neue Real-Life-System. Was wir aber nicht wussten, ist, dass dieses neue Real-Life-System, also die Super-Spritze, sozusagen die Super-Real-Life-Spritze, extra für Solo-Spieler konzipiert ist. An dieser Stelle vielen, vielen, vielen Dank an Activision, dass sie mal an uns Solo-Spieler denken. Krass! Krass, also ich war echt aus dem Häuschen, als ich das gesehen habe. Das ist für mich eine ganz, 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 ganz geile Nachricht. Also Super Revive, das heißt, wir leben uns wieder. Es wird ein Rauschmittel sozusagen injiziert, mit dem wir uns dann schneller wiederbeleben können, wenn wir diesen Revive benutzen. Und wir können danach unendlich sprinten. Also ist wirklich kein Limit, bis eben die Wirkung verblasst von diesem Revive. Was wir auch wussten, ist, dass Kampfzonen kommen werden, in denen die Fraktionen gegeneinander kämpfen werden, wo es besseren Loot gibt, mehr Loot und hochwertigeren Loot. Was wir aber nicht wussten, ist, wie jetzt diese Kampfzonen konzipiert sind. Und zwar wissen wir jetzt, die sind rein zufällig verteilt. Also, im Grunde genommen kann man sie durch Killstreaks erkennen. Sie sind nämlich nicht markiert, also sie haben keinen Rand, keine Grenzzonen, gar nichts. Man muss praktisch auf Killstreaks achten in erster Linie, da hat man so eine Ahnung, okay, da ist eine Kampfzone und wenn man diese Kampfzone betritt, bekommt man eine Markierung oben am Rand, sie sind jetzt in einer aktiven Kampfzone und ja, da muss man ein bisschen aufpassen, es wird auch mehr PvP geben in dieser Zone, weil natürlich auch mehr Spieler in diesen Zonen unterwegs sein werden, die Bots werden hier uns den Chaos machen, außer natürlich Shadow Company, die wird nicht auf uns schießen und ja, wir müssen auf die Killstreaks selbst achten, sehr, sehr spannend auf jeden Fall, mal gucken, wie die das Thema weiterführen. Dann, was wir wussten, ist, dass die Conny-Fraktion sowohl Kurshay als auch Gebäude 21 komplett erobert hat. Gebäude 21 können wir erst am Freitag sehen. Den Kurshay-Komplex haben wir direkt als allererstes erkundet, sind direkt reingestürmt. Und ja, interessant ist nämlich, was wir nicht wussten, ist, wie jetzt der Kurshay-Komplex aussieht. Wir haben noch nicht alles entdeckt, aber was wir schon sagen könnten, ist, sie haben viele Kleinigkeiten verändert. Neue Kissen-Spots und so weiter. Und die Verstärkungen sind jetzt anders. Es kommen keine Tier-1-Bots mehr aus den Fahrstühlen, sondern Tier-3-Bots. Das heißt, der ganze Kurshay-Komplex ist stärker geworden. Allerdings ist nach wie vor das Nashorn da und auch der Scharfschütze ist immer noch im Kurshay-Komplex, obwohl die ja eigentlich auch zum Kartell gehören und ausgerottet wurden. Sie sind immer noch da, also die Bots kann man weiterhin killen. Yo, er ist down. Ich seh nix. Das viele! Guck dir mal die Massen an hier! Was ist hier los? Holy shit! Was wir wussten, ist dann eben, dass Kurshay generell eine Map-Veränderung bekommt. Dazu kommen wir in einem anderen Video nochmal speziell, wenn wir alles herausgefunden haben zum Kurshay-Komplex. Sehr, sehr spannend, wie immer. Was wir aber nicht wussten, ist, dass auch andere Maps Veränderungen bekommen haben. Ich sag nur mal als einziges Beispiel hier die Veränderung auf Al-Masra, wo dieses neue Schiff angekommen ist und angelegt hat. Ich bin gespannt, welche Details wir noch in den nächsten Tagen herausfinden werden. Wenn ihr was entdeckt habt oder neue Dinge herausgefunden habt, sagt es mir sehr, sehr, sehr gerne. Ich fasse es für euch zusammen und gebe es dann wieder. Dieser Informationshub ist sehr, sehr cool, der gemeinsame Austausch. Wir können noch sehr, sehr viel herausfinden. Freitag 19 Uhr geht's los. Wir werden auch live sein dann für Gebäude 21. Bin ich auch sehr gespannt, ob der Velikan, aka Pelikan, noch am Start sein wird, weil der ja auch zur Shadow Company gehört und die Shadow Company eigentlich nicht mehr im Gebäude 21 sein wird. Ich befürchte, nachdem, was wir in Kurshay gesehen haben, dass er noch da sein wird und dass es da keine Veränderung geben wird. Aber ich bin sehr, sehr gespannt. Wir werden sehen am Freitag. Leute, ich bedanke mich erstmal fürs Dabeisein, fürs Zugucken. Und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Sage Astrolego. Und hasta la vista.